Heute Abend wollen wir uns mit dem Thema Wer ist Jesus Christus? Auseinandersetzen. Mythos oder Realität? Und Sie haben auf dem Einladeflyer gelesen, dass wir miteinander eine Reise machen in die Vergangenheit und wir führen uns ganz besondere archäologische Schätze und auch historische Entdeckungen vor Augen, um diese Frage besser beantworten zu können. Wir müssen uns im Klaren sein, wir gehen damit Jahrtausende in die Vergangenheit. Immer, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen. Wir gehen über 2000 Jahre zurück in die Zeit von Jesus Christus. Aber wir könnten über 3500 Jahre zurückgehen in die Zeit bis zum Exodus, zum Auszug aus Ägypten, zur Zeit von Mose, so nach der strengen Chronologie, die sehr hoch ist, und dann weiter zurück 4000 Jahre in die Vergangenheit zurück bis auf Abraham, den Stammvater des Volkes Israel. Was können wir heute noch wissen über diese Zeit? Wie können wir zurückkehren in die Vergangenheit ohne Zeitmaschine? Denn die gibt es ja nicht. Eine Möglichkeit sind archäologische Ausgrabungen. Durch das Ausgraben findet man unzählige Steine. Für viele Leute sind die Steine langweilig. Aber wenn man dafür ein Interesse und auch einen Enthusiasmus entwickelt, dann stellt man fest, diese stummen Steine, die können tatsächlich schreien und uns sehr viel berichten über die Vergangenheit. Natürlich ist es noch besonderer, wenn wir Steine haben mit Inschriften drauf. Wie hier links, das ist eine Inschrift aus dem zweiten Tempel in Jerusalem, aus der Zeit von Jesus Christus. Oder daneben eine bildliche Darstellung vom Triumphbogen des Titus in Rom. Und da sieht man originale Tempelschätze aus dem zweiten Tempel in Jerusalem, aus der Zeit von Jesus Christus. Also sogar abgebildet, ohne dass es damals Fotoapparate gegeben hätte. Weiter sind für uns ganz wichtig historische Quellen aus der Antike. So zum Beispiel das Geschichtswerk von Josephus Flavius. Das war ein jüdischer Priester im zweiten Tempel, geboren 37, 38 nach Christus, gestorben circa 100 oder etwas nach 100 nach Christus. Also auch ein jüdischer Historiker, der lebte in der Zeit der Augenzeugen des Neuen Testaments. Und er hat uns sehr, sehr viel berichtet über diese Zeit. Dann ist für uns auch ganz wichtig die rabbinische Literatur. Das sind die alten Schriften der Rabbiner, wie der Talmud, die Midrashim, das sind Bibelkommentare, und die Targumim, das sind die aramäischen Übersetzungen der hebräischen Bibel, und die gehen in ihrer Tradition zurück bis in vorchristliche Zeit. Und das sind nicht nur wörtliche Übersetzungen, sondern das sind auch kleine Kommentare eingefügt, und die helfen uns zu verstehen, wie hat man diese und jene Bibelstelle im Judentum zur Zeit Jesu verstanden. Und dann gibt es die römischen Schriftsteller wie Tacitus, Plinius, die uns auch ganz wichtige Informationen liefern. Und hinzu kommen unzählige, will sagen tausende von außerbiblischen Handschriften, zum Beispiel aus Qumran, aber auch noch aus weiteren Orten, nicht nur Qumran, auch En-Gedi, Wadi Murabbat und Masada und so weiter. Und auch da finden wir Informationen über die Zeit Jesu. Aber ganz besonders wichtig, um zu wissen, wer ist Jesus Christus, ist das Neue Testament, die Schriften des Neuen Testaments. Wir müssen bedenken, diese 27 Bücher des Neuen Testaments, des zweiten Teils der Bibel, wurden geschrieben zwischen 30 und 98 nach Christus. Heute besitzen wir
mindestens 5860 griechische Manuskripte des Neuen Testaments. Und zwar aus allen Jahrhunderten, aus dem 2., 3., 4., 5. Jahrhundert bis zur Erfindung der Buchdruckkunst im 15. Jahrhundert. Und es gibt sogar Vorschläge von Datierungen von einzelnen Handschriften, die sogar zurückgehen bis ins 1. Jahrhundert nach Christus, also bis in die Zeit der Augenzeugen. Und hinzu kommen noch etwa 10.000 Handschriften der alten Übersetzungen auf Lateinisch, Koptisch, Syrisch und so weiter. Und jetzt ist ganz wichtig, diese Schriften wurden geschrieben in der Zeit der Augenzeugen. Und mit Augenzeugen meine ich die Menschen, die damals lebten, die für Jesus Christus waren und die gegen Jesus Christus waren. Ja? Das heißt, diese Schriften wurden geschrieben in der Zeit, als es auch Augenzeugen gab, die Feinde des Neuen Testaments waren. Und es ist immer sehr gefährlich, wenn man Dinge schreibt in einer Zeit, wo es noch Augenzeugen gibt. Das ist das Dümmste, wenn man irgendeinen Betrug in die Welt setzen will. Dann wäre es am besten, man schreibt das viel später. Ja? Und dann kann man sagen, ja, man weiß nicht mehr so ganz genau, wie es war. Ja? Aber das Neue Testament wurde eben in dieser Zeit geschrieben. Und das hat ganz enorme Konsequenzen. Wenn irgendwelche Details, die im Neuen Testament und sagen wir gerade in den Evangelien, die das Leben von Jesus Christus beschreiben, nicht den Tatsachen entsprochen hätten, den Tatsachen widersprochen hätten, so wäre dies die einzigartige und willkommene Gelegenheit gewesen für die Feinde, um das Christentum zu widerlegen. Nicht wahr? Das steht im Matthäusevangelium und auch im Lukasevangelium. Jesus Christus wurde geboren in Bethlehem. Ja, alle wissen doch aus dieser Zeit, oder viele Augenzeugen hätten mitteilen können, nein, wir wissen, die Geburt fand statt in Nazareth und nicht in Bethlehem. Ja? Also das ist sehr gefährlich. Die Evangelien wurden geschrieben in der Zeit der Augenzeugen, die diese Dinge noch erlebt hatten. Nun ist es aber eben sehr interessant, es gibt keine solchen Streitschriften aus dem 1. Jahrhundert oder Zitate daraus im 2., 3. Jahrhundert, die genau auf diese Art das Christentum versuchen würden zu widerlegen. Aber wenn wir in die Geschichte zurückschauen, dann sehen wir, das Christentum wurde hauptsächlich mit Gewalt bekämpft. Aus einem Teil des orthodoxen Judentums heraus und ganz stark dann auch durch das Römische Reich. Aber die haben also nicht argumentiert historisch, sondern wesentlich mit physischer Gewalt. Nun, ich habe jetzt einiges gesprochen über das Neue Testament, aber der erste Teil der Bibel, das ist das sogenannte Alte Testament. Oder auf Hebräisch sagt man Mikra. Das ist einfach die Bibel. Und die ältesten Bücher gehen zurück auf Mose. Das heißt, bis in die Zeit um 1606 vor Christus. Und danach kamen weitere prophetische Bücher hinzu, von Generation zu Generation, bis auf Maleachi. Maleachi war der letzte Schriftprophet des Tanach, des Alten Testaments, um 420 vor Christus. Und dann kam das Schweigen der Schriftpropheten. In den weiteren 400 Jahren gab es keine anerkannten Schriftpropheten mehr. Und darum heißt es zum Beispiel im Talmud, Traktat Sanhedrin 10, nach dem Tod der Propheten Zacharia, Haggai und Maleachi wich der Heilige Geist von Israel. Man war sich bewusst, es gab keine Propheten mehr. Sogar in dem apokryphen Buch 1. Makkabäer 9, da können Sie nachlesen,
Da wird berichtet über das zweite Jahrhundert vor Christus. Und war solch Trübsal in Israel, wie nicht gewesen, seitdem man keine Propheten mehr hat. Aber nach diesen 400 Jahren, da tritt Jesus Christus auf. Und kurz vor ihm Johannes der Täufer, und zwar als Prophet. Wir kommen darauf zurück. Aber lasst uns beginnen ganz von vorne. Mit der Geburt in Bethlehem. Es war so, im Alten Testament war im Propheten Micha vorausgesagt, dass der Messias, der verheißene Erlöser, wenn er kommt, in Bethlehem geboren werden soll. Micha 5, Vers 2. Und jetzt muss man gut bedenken, im Targum, Jonathan ben Uziel, zu den Propheten, also eine aramäische Übertragung, wird hier das Wort Meschicha eingefügt, Messias. Um zu zeigen, dass man auch im antiken Judentum der Überzeugung war, diese Stelle spricht von dem Messias. Und du, Bethlehem, Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, sagt Gott. Aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von den Tagen, sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Nun, das Lukas-Evangelium berichtet uns in der Weihnachtsgeschichte, wie Kaiser Augustus einen Befehl herausgab, die Menschen in seinem Reich einzuschreiben. Und da gingen Maria und Josef von Nazareth in ihre Heimatstadt Bethlehem, um sich einschreiben zu lassen. Und dann geschah die Geburt Jesu eben nicht in Nazareth, wo Maria und Josef lebten, sondern in Bethlehem. Durch den Befehl von Kaiser Augustus. Lukas 2, Vers 1. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis, griechisch Oikumene, einzuschreiben. Die Einschreibung selbst und so weiter. Kaiser Augustus in der Geschichte, bekannt als Herrscher des Römischen Reiches, 27 vor Christus bis 14 nach Christus. Nun haben viele gedacht, das sei eine Steuereintreibung gewesen. Das könnte ja sein. Denn es gab in der Zeit von Augustus mehrere Steuereintreibungen. Aber interessant ist, dass Lukas hier in Vers 2 Einschreibung das Wort Apographe nimmt. Und das ist nicht das typische Wort wie Apotimesis für Steuerlisten. Apographe ist einfach eine Liste. Nun, am 5. Februar 2 vor Christus wurde Kaiser Augustus bei dem Jubiläum 25 Jahre Kaiser zum Pater Patriae, Vater des Vaterlandes, ausgerufen. Und da musste jeder im Reich einen Treueeid ablegen auf den Kaiser. Das bedeutete nicht, den Kaiser als Gott zu verehren, aber eben zu erklären, ich bin bereit, dem obersten Herrscher zu gehorchen. Und das musste natürlich in Listen erfasst werden, sonst kann man das nicht kontrollieren. Und nun ist Folgendes wichtig: In der Geschichte gibt es kein Jahr Null. Ich weiß, das ist sehr komisch, aber es ist so. Sehen Sie, wenn wir hier die Geschichtsdaten haben, 3 vor Christus, 2 vor Christus, 1 vor Christus, dann geht nur ein Jahr und dann haben wir schon 1 nach Christus. Wieder ein Jahr, 2 nach Christus. Es gibt kein Jahr Null. Aber in der Astronomie, da kann man nicht mit solchen Zahlensystemen umgehen, nicht wahr? Da braucht man schon für die XY-Achse einen Nullpunkt. Und den hat man auch. Und das heißt, dass alle Zahlen in der Geschichte, in der Astronomie vor Christus um ein Jahr zu verschieben sind. Also wenn Sie irgendetwas mit einem Computerprogramm mal berechnen wollen, wie war der Sternenhimmel über Jerusalem im Jahr 332 vor Christus, kein Problem für den Computer, ja. Und die Programme sind auch nicht mehr so teuer.
Dann sind sie aber erstaunt. Ich habe doch 332 eingegeben. Jetzt steht da 331. Ja, der Computer rechnet sofort um. Wenn man etwas Historisches verlangt, dann kommt die astronomische Rechnung. Man will eben ein Jahr Null. Und darum 3 vor Christus in der Geschichte, das ist 2 vor Christus in der Astronomie. 2 vor Christus, das ist 1 vor Christus. Und dann 1 vor Christus in der Geschichte, fällt dann zusammen mit dem Jahr Null. Und sehen Sie, nach Christus ist alles wieder gleich. Das ist kein Problem mehr. Gibt es keine Verschiebung mehr. Der langen Rede kurzer Sinn. Wenn man in der Geschichte sagt, 5. Februar 2 vor Christus, war das astronomisch 1 vor Christus. Also vor dem Nullpunkt. Und es gibt sogar Möglichkeiten in Evangelien, das zu berechnen. Und da kommt man etwa auf Monat Tischri, also so September, im Bereich von September. Ja, das geht so. Der Vater von Johannes dem Täufer, Zacharias, musste als Priester nach Jerusalem gehen. Und zwar war er aus der 8. Abteilung des Abia. Und wir wissen, wann die Dienst hatten. Ja? Und dann ging er nach Hause und seine Frau Elisabeth wurde schwanger. Und dann vergingen 6 Monate und das Lukas-Evangelium sagt, dann wurde Maria schwanger. Und dann wieder 9 Monate. Und mit dieser Berechnung kommt man also etwa so auf September, Oktober. Ja. Also schön vor dem Nullpunkt. Das heißt also, der Mönch, der damals im Nachhinein diese christliche Zeitrechnung aufgestellt hat, der hat gut gearbeitet. Ständig wird von ihm gesagt, ja, der hat sich geirrt um 7 Jahre und so weiter. Nein, die das sagen, die haben sich um 7 Jahre geirrt. Es war perfekt. Und es gibt eine ganze Liste von antiken Schreibern, die auch bezeugen, die Geburt Jesu war 2 vor Christus. 2 vor Christus. Historisch, ja? Astronomisch? Vor dem Nullpunkt. Also diese antiken Schreiber, die schreiben nicht 2 vor Christus, sondern die sagen so viele Jahre ab urbe condita. 7, 5, 3 haben wir im Lateinunterricht gelernt. 7, 5, 3, Rom schlüpft aus dem Ei. Ja? Das ist ab der Gründung Roms rechnet man so. Ja, und Sie sehen, wir wissen sogar, wie Kaiser Augustus ausgesehen hat. Seine Frisur, ohne Scheitel, aber sehr anständig, nicht wahr? Unten eine Goldmünze, die habe ich in Tel Aviv gefunden. Auch sein Gesicht noch von der anderen Seite, können Sie es anschauen. Ja, sehr konkret. Und nun Matthäus 2, Vers 1. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen Herodes, des Königs, siehe, da kamen Magier vom Morgenland nach Jerusalem, welche sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Hier sind wir in Bethlehem. Bethlehem ist ein typischer Hirtenort gewesen früher. Es gab dort viele natürliche Höhlen, und die Hirten haben diese Höhlen gerne benutzt, um ihre Schafe da hineinzutreiben für Unterschlupf. Und was sehr gut möglich war, man konnte vor die Höhle ein halbes Haus bauen. Ja? Und nun ist es so, wir wissen noch, welcher Stall, welche Hirtenhöhle der Stall war von der Geburt Jesu. Warum? Hier sehen Sie die Geburtskirche in Bethlehem. Es war so, im Jahr 135 nach Christus, da hat der römische Kaiser Hadrian Bethlehem geschändet, und zwar speziell den Geburtsort Christi, den man damals noch genau kannte. Da in dieser Höhle war die Geburt. Den hat er geschändet und hat extra, um die messiasgläubigen Juden zu brüskieren, hat er einen Adonistempel darauf gebaut. Nun später, als das Christentum im Römischen Reich erlaubte Religion wurde und nachher sogar Staatsreligion, da wurde durch Kaiser Konstantin um 330 nach Christus an den Ort des Adonis-Tempel eine Geburtskirche gebaut.
Und später im 6. Jahrhundert wurde diese Kirche aber neu erbaut durch Kaiser Justinian I. Und so blieb die Kenntnis des Orts über die Jahrhunderte hinweg erhalten. Und hier sehen Sie in der Geburtskirche diese Hirtenhöhle, eben auch da quasi ein Haus davor gebaut, vor diese Höhle. Nun, wir haben gelesen, das war auch in der Zeit von König Herodes, der als Unterkönig von Kaiser Augustus eben im Land Israel regierte. Hier sehen Sie das Herodion. Das ist ein Palast von Herodes, nahe, ganz nahe von Bethlehem. Also Herodes hat ja, nachdem er gehört hat, der König der Juden sei in Bethlehem geboren, nichts wissen wollen von einem anderen König. Er wurde nämlich vom Senat von Rom seiner Zeit zum König der Juden ernannt. Und jetzt kommen diese Perser, es heißt im Text Magier aus dem Morgenland. Aber Magier, griechisch Magoi, ist kein griechisches Wort, ein persisches Wort. Die Magoi waren aus dem Morgenland und zwar aus Persien. Die kamen nach Jerusalem, wollten wissen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist, nicht ernannt, der das wirklich ist. Und da wurde er eifersüchtig und wollte eben das verhindern, dass ein anderer König wird, und ließ die Kinder in der Region Bethlehem vernichten. Aber eben, er hatte einen Palast auch ganz nahe bei Bethlehem und auch da Soldaten in Genüge, um schnell diese Aktion auszuführen. Also obendrin, in diesem gewaltigen Hügel, der von Tausenden von Sklaven noch zusätzlich aufgeschüttet worden war, hat er da einen Palast hineingebaut. Sieht aus wie ein Vulkan, aber ist kein Vulkan. Aber da drin ist der Palast von Herodes. Und in den letzten Jahren hat man jetzt auch sogar sein Grab da gefunden. Das originale Grab von Herodes. Und der arme Ehud Netzer, das war der Archäolog, der diesen Fund gemacht hat nach 2000 Jahren. Der ist jetzt vor kurzem verstorben. Er war gerade da oben an seiner Entdeckung und hat einen dummen Schritt gemacht, ist runtergefallen, ist gestorben im Grab von Herodes. Ganz schrecklich. War ein Großvater, eine schöne Familie. Ja, und hier sind wir auf Masada. Das ist ein gewaltiges Felsmassiv am Südende des Toten Meeres. Auch da hat man einen weiteren Herodes-Palast ausgegraben. Gleich einem Horst hier. Auf diesen drei Etagen hatte Herodes einen Palast gebaut. Und gehen wir doch schnell dahin. Hier sehen Sie nicht den Palast, sondern das Badehaus von Herodes auf Masada. Gehen wir rein. Da sieht man mit einer Bodenheizung. Da geöffnet. Da hinten ist der Hypokaust, die Heizung. Da haben wir die Warmluft da unten reingeführt. Und da hat er sich genüsslich gemacht. Wechselbäder. Sogar noch originale Malerei sehen Sie an den Wänden. Das ist schon gewaltig. Wenn ich mir das so überlege, Sie sehen hier auf der Münze Lessing. Lessing, dieser Aufklärungsschriftsteller aus dem 18. Jahrhundert. Lessing hat einmal gesagt, uns trennt ein garstiger Graben von den biblischen Ereignissen. Damit wollte er sagen, heute kann man sowieso nicht mehr wissen, was da stimmt in der Bibel und wahrscheinlich ist auch das meiste auch gar nicht glaubwürdig, so in dem Sinn, ja? Ein garstiger Graben. Ja, für Lessing vielleicht. Er lebt im 18. Jahrhundert, aber für uns im 21. Jahrhundert ist es nicht so. Wir können ins Badehaus gehen von Herodes. Ich muss sagen, ich war noch nie im Badehaus von Monsieur Hollande. Ja, und ich habe wohl schon hunderte Leute hier nach Masada gebracht und das vorgestellt und erklärt. Aber das habe ich nie gemacht bei, ja, eben Monsieur Hollande. Also die Geschichte, die biblische Geschichte ist mir viel näher als moderne, aktuelle Geschichte. Es gibt keinen garstigen Graben, der uns da trennt.
Nach der Geburt in Bethlehem musste Maria 33 Tage später, nach der Entbindung, musste sie nach Jerusalem gehen, um für sich ein Opfer zu bringen. Sie war damals so arm, dass sie kein Schaf bezahlen konnte. Da hat sie ein Taubenopfer gebracht. Das war das erlaubte Opfer für ganz arme Leute. Das können Sie alles nachlesen in Lukas 2, 22 bis 35. Da hat sie das Entbindungsopfer dargebracht nach 3. Mose 12, 1 bis 8. Und die haben das gerade noch verbunden mit etwas anderem. Als Jesus geboren worden war, war er der Erstgeborene. Und der erstgeborene Sohn musste nach der Tora, nach dem jüdischen Gesetz, 4. Mose 18, Vers 15, musste er in einem besonderen Ritual gelöst werden. Man musste einen bestimmten Geldbetrag bezahlen für den Priesterstamm, Levi. Und dazu musste sie in das Tor der Erstgeborenen gehen. In dem Bild, in der Übersicht zeige ich, wo das Tor ist. Und das entspricht diesem Tor. Ja? Auf der Südseite des eigentlichen Tempelhauses. Dort traten sie ein, liest man in Lukas 2, und dann kam Simeon. Das war ein Priester. Er nimmt das Kind auf den Arm. Das ist das typische Ritual, wenn man das Judentum kennt. Ah, das ist das Pidyon Haben-Ritual. Aber interessant ist, er segnet das Kind nicht. Jeder, der das Pidyon Haben-Ritual durchführt, segnet das Kind. Aber Lukas 2 sagt, er segnet die Eltern, aber nicht das Kind. Das ist eben ein Prinzip. Er hat realisiert, das ist der Messias. Er hat einen prophetischen Ausspruch bekommen, ich werde nicht sterben, bevor ich den Messias gesehen habe. Und dann hat er dieses Kind in die Arme genommen und wusste, jetzt kann ich sterben. Das ist schon schön, wenn man sagen kann, jetzt kann ich ruhig sterben. Das können nicht alle Leute. Er konnte sagen, jetzt kann ich gehen. Jetzt habe ich das gesehen. Und warum segnet er nicht das Kind? Weil in der Bibel der Grundsatz gilt, dass immer der Geringere vom Höheren gesegnet wird. Er realisierte, das kleine Kind ist der Messias. Dann kann ich als Priester das Kind nicht segnen. Aber die Eltern schon. Maria und Josef, kein Problem. Und Maria brachte also kein Schaf dar. Hätte sie ein Schaf dargebracht, hätte sie über das Frauentor von Norden her da reinkommen dürfen in den innersten Vorhof. In diesem Fall war es erlaubt für Frauen. Und dann hätte sie die Hände auf das Schaf auflegen müssen und dann hätte ein Priester die Schlachtung durchgeführt. Aber es war eben nur ein Taubenopfer, da legt man die Hände nicht auf. Und so musste sie hier vor dem großen Nikanor-Tor da auf der Treppe stehen und warten, bis man ihr verkündigte, das Opfer der beiden Tauben ist dargebracht. Und jetzt gehen wir zusammen schnell auf den Tempelplatz. Und jetzt kann ich Ihnen genau zeigen, weil man in den letzten Jahren durch die archäologischen Untersuchungen das ganze Layout des Tempels rekonstruieren konnte. Das Tor der Erstgeburt war genau hier an dieser Stelle. Ja? Also wenn Sie das nächste Mal auf den Tempelplatz gehen, über das Tor hier für Nicht-Muslime, geht man da rein, an der El-Aqsa vorbei, dann gehen Sie diese Treppe hoch, da sind wir. Dort war das. Und der Platz vor dem Nikanor-Tor, die genauen Berechnungen haben ergeben, das ist genau hier, bei dieser Treppe da, auf der Ostseite. So konkret können wir auf den Spuren Jesu gehen. Und hier sehen Sie noch den Überrest des Hippikus-Turms. Das heißt also, diese untere Hälfte bis dahin. Das ist ein späterer Nachbau. Aber der untere Teil ist noch original. Das war das Wahrzeichen des Palastes von Herodes in Jerusalem. Gerade beim Jaffa-Tor. Also wenn Sie das nächste Mal durchs Jaffa-Tor reinkommen, auf der rechten Seite, dann gehen Sie ein bisschen weiter und dann sehen Sie diesen Turm so schön. Die Römer haben im Jahr 70 ganz Jerusalem vollkommen dem Erdboden gleich gemacht und auch die Mauern geschleift. Aber Titus, der General damals, hat gesagt, diesen Turm bewahren wir. Er soll der Nachwelt zeigen, dass es nur durch die Vorsehung möglich war, Jerusalem zu erobern und zu zerstören. Und darum steht er noch. Und
ab dem Jahr 6 haben die Römer diesen Palast der Herodesfamilie weggenommen. Und dann kamen die Prokuratoren da rein. Also Pontius Pilatus und sein Prozess gegen Jesus Christus war hier. Dieser Turm markiert auch den genauen Ort des Prozesses der Römer gegen Jesus Christus. Aber Matthäus berichtet, dass die Eltern, Josef und Maria, mit dem Kind geflohen sind, nachdem sie gehört haben von diesem Massaker, dass dieser blutrünstige König Herodes, der übrigens bekannt war, dass er Leute einfach so umbringt, um dem zu entfliehen. Übrigens, von Herodes wird überliefert, er habe einmal den Sanhedrin umgebracht. Das waren diese über 70 Männer des Hohen Rates der Juden. Und er hat auch in seiner Familie hat er eigene Kinder umgebracht, Söhne. Immer wenn er Angst hatte, jemand könnte gefährlich sein für seine Macht. Und sogar seine Lieblingsfrau. Er hatte 10 Frauen. Und die Lieblingsfrau war Mariamne. Die hat er auch umgebracht. Also dieser Kindermord, der bei Josephus Flavius gar nicht erwähnt wird, das passt so in dieses blutrünstige Leben hinein. Aber Matthäus 2, Vers 14 sagt, er, Josef, stand auf, nahm das Kindlein und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Und bald darauf starb Herodes. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Schauen Sie mal in den Geschichtslexikas. Und da werden Sie sehen, Herodes ist gestorben 4 vor Christus. Ja, jetzt geht es natürlich nicht mehr auf. Jetzt ist alles durcheinander. Nein, so schnell geht das nicht. Jetzt müssen Sie fragen, wie kam man auf diese Zahl 4 vor Christus? Weil Josephus Flavius in seinen Schriften erklärt, vor dem Tod des Herodes gab es eine Mondfinsternis. Es gab eine Mondfinsternis. 4 vor Christus. Aber es gab eben auch eine totale, die andere war nur partiell, eine totale Mondfinsternis 1 vor Christus. Und all die Ereignisse im Leben von Herodes, die da noch stattfanden, die passen sehr gut rein, 1 vor Christus, aber es gibt ein unmögliches Gedränge, 4 vor Christus. Das ist der Punkt. Und darum wird das auch heute in der Wissenschaft kommt das mehr und mehr auf, dass man diese Tradition aufgibt, 4 vor Christus, es ist eben 1 vor Christus. Ja, er starb also bald darauf und dann kamen die Eltern mit dem Kind wieder zurück ins Land Israel. Und da erfüllte sich Hosea 12, Vers 1. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das ist ein Parallelismus, zuerst sagt Gott, als Israel jung war, da liebte ich es. Das bezieht sich auf das Volk Israel. Und dann, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das bezieht sich auf den Messias, der aus dem Volk Israel hervorkommen sollte. Und parallel, wie Israel einmal aus Ägypten kam, kommt der Messias auch aus Ägypten. Ja, so hat sich auch diese Prophetie erfüllt. Wie übrigens mehr als 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Ich habe einmal eine Liste gemacht für mich, 1, 2, 3, 4 und so weiter, und bin gekommen auf 300, 301, 302, 303 und so weiter. Von erfüllten Prophezeiungen. Aber Herodes hatte kurz vor seinem Tod in einem Wutanfall nochmals sein Testament geändert und hat einen seiner blutrünstigsten Söhne als Nachfolger eingesetzt über Judäa. Und dass Josef das hörte, dass dieser schlimme Mann jetzt auf den Thron gekommen ist, da hatte er Angst. Zuerst dachte er, das wäre doch gut, ich gehe nach Bethlehem. Das ist ja die Stadt des Messias, ja? Für die Geburt mussten sie einfach gehen, da haben sie gar nicht dran gedacht. Aber nachher, als sie aus Ägypten zurückkehrten, dachte er, Bethlehem wäre eigentlich ein guter Ort, wo jetzt dieses Kind aufwachsen könnte. Aber das war zu gefährlich, er ging nach Nazareth. Und so wuchs Jesus Christus in Nazareth auf. Und die größte Zeit seines Lebens, bis etwa 30 Jahre, verbrachte er in Nazareth. Als Schreiner und Zimmermann. Das war ein Beruf, der war zusammen damals. Das war der Beruf von Josef und das war üblich im Judentum damals. Anstatt in den Kindergarten zu gehen mit etwa 6,
ging man in die Lehre zum Vater und lernte etwas Richtiges. Übrigens, auch die Rabbiner, auch die Rabbanim, die gingen alle zuerst in, haben zuerst ein Handwerk gelernt. Das ist wirklich etwas Gutes. Das waren Handwerker und Intellektuelle. Die, die nur intellektuell sind, manchmal ein Problem. Und darum habe ich auch Klavier gelernt. Ja, und in Zacharja 3, Vers 8 heißt es von dem Messias, Gott sagt, siehe, ich sende meinen Knecht Spross genannt. Eigenartig. Der Messias soll Spross heißen. Ja, und wieder im Targum, Jonathan ben Uziel, steht der Messias, Meschicha, auf Aramäisch. Also auch im alten Judentum hat man gewusst, hier ist vom Messias die Rede. Der sollte Spross genannt werden. Nun, Jesus Christus war ihm bekannt nicht als Jesus der Bethlehemiter, sondern als Jesus der Nazaräer. Eben weil er die meiste Zeit dort verbracht hatte. Und das Wort Nazareth kommt von der Wurzel Näzer und das heißt Spross. Ja? Und so kann man Nazareth sehr schön im Deutschen wiedergeben mit Sprosslingen. Also immer, wenn man spricht über Jesus von Nazareth, Jesus der Nazaräer, nennt man ihn Spross und erfüllt diese Prophetie. Und interessant, gerade Nichtchristen sprechen sehr oft über Jesus von Nazareth. Ja? Ich spreche oft über Jesus Christus als den Herrn Jesus. Das ist ein Bekenntnis. Nicht einfach so Jesus, sondern Herr Jesus. Das ist ein Bekenntnis. Aber wenn man kein Bekenntnis ablegen will, dann sagt man immer Jesus von Nazareth. Und die erfüllen jedes Mal die Prophetie der Bibel. Ist schon speziell, nicht wahr? Allerdings, ich muss sagen, im Hebräischen von Zacharja 3 steht Zemach, nicht Netzer. Zemach, Netzer, das gibt es auch in Bezug auf den Messias in Jesaja 11,1. Aber hier steht Zemach und das heißt auch Spross. Das ist ein anderes Wort für Netzer. Und das ist natürlich ein wunderbares Wortspiel. Im Hebräischen liebt man ganz besonders Wortspiele, weil die Sprache so durchsichtig ist. Etymologisch sehr, sehr durchsichtig, viel mehr als Deutsch. Und darum liebt man diese Wortspiele. Als Jesus Christus begann, 30 Jahre alt zu werden, da kam die Zeit, wo er öffentlich auftreten sollte als Rabbi, als predigender Rabbi. Lukas 3, Vers 1. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Landpfleger von Judäa war, sieht man, wie Lukas die Dinge ganz historisch genau angibt. Kaiser Tiberius, Sie können auf Wikipedia nachschauen oder auch ein besseres Lexikon, wenn Sie wollen. Ist egal. 14 bis 37 nach Christus. 15. Jahr, 29 nach Christus. Und hier, wie gesagt, das war auch die Zeit von Pontius Pilatus. In der Geschichte, Pontius Pilatus war Landpfleger von 26 bis 36 nach Christus. Sehen Sie, 29 passt ganz schön rein. Und noch ein Detail. Dieser Stein wurde vor Jahren bei den Ausgrabungen in Caesarea, am Mittelmeer in Israel, entdeckt. Und sieht man die Inschrift da? Tiberium und dann heißt es Us Pilatus. Pontius Pilatus. Tiberium, das war eine Weihinschrift für einen Tempel, den Pilatus für den Kaiser Tiberius, den er als Gott verehrte, in Rom gebaut hatte. Also auf dieser Inschrift werden gerade die beiden Personen, Tiberius und Pontius Pilatus, erwähnt. So wie in Lukas 3, Vers 1, in einem Vers beide Personen beieinander. Und hier nochmals eine Goldmünze, hier nur mit dem Gesicht von Tiberius. Also wir wissen von einem Kaiser nach dem anderen, wie der ausgesehen hat. Und wenn Sie ganz gut hinschauen könnten, das Kinn ist ganz seltsam so nach vorne. Meine Tochter, die wüsste, wie man das heute beheben könnte. Ja, also schon ein Eingriff, aber man kann das in Ordnung bringen. Ja,
Und jetzt lese ich etwas aus den Schriften des römischen Schriftstellers Tacitus, der von 58 bis 120 nach Christus geschrieben hat. Und er schreibt da in seinen Annalen Folgendes: Um daher dies Gerede zu vernichten, gab Nero, der Kaiser Nero, denen, die durch Schandtaten verhasst, das Volk Christen nannte, die Schuld und belegte sie mit den ausgesuchtesten Strafen. Kaiser Nero hat in den 60er Jahren begonnen, die Christen zu verfolgen. Und er hat gesagt, das sind ganz schreckliche Leute, das sind alles Kriminelle. Ja? Und dann heißt es weiter: Der, von welchem dieser Name ausgegangen, Christus, war, als Tiberius regierte, vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden. Und der für den Augenblick unterdrückte verderbliche Aberglaube, so aus der Sicht von Tacitus, das war eben ein Feind, aber aus der Zeit der Augenzeugen, sieht man. Verderbliche Aberglaube brach nicht nur in Judäa, dem Vaterland dieses Unwesens, sondern auch in Rom, wo von allen Seiten alle nur denkbaren Gräuel und Abscheulichkeiten zusammenfließen und Anhang finden wieder aus. Also Tacitus sagt, das hat dann Judäa begonnen, so in dieser Zeit, eben 29, 30 vor Christus, nach Christus, und dann in den 60er Jahren war das auch in Rom. Ja, lesen Sie mal im Neuen Testament die Apostelgeschichte. Die beschreibt ja genau, wie die frohe Botschaft von Jesus Christus von Jerusalem, von Judäa ausgehend, schließlich bis nach Rom gebracht wurde. So endet das Buch der Apostelgeschichte. Also, das ist alles in Übereinstimmung mit, auch mit den außerbiblischen Schriften. Nun, Lukas 3 sagt genau, wann das war. Und wenn Sie dort in Ihrer Bibel zu Hause lesen, sehen Sie, dann beschreibt Johannes, beschreibt Lukas, wie Johannes der Täufer zuerst als Prediger und Prophet in Israel auftrat. An verschiedenen Orten. Aber in Johannes 1, 28 wird Bethanien erwähnt. Das ist nicht das Bethanien auf dem Ölberg, sondern ein zweites, das man auch nannte Betabara. Das ist heute bekannt arabisch als Kasr al-Yahud. Das ist gerade an der Jordanmündung, ganz nahe der Jordanmündung ins Tote Meer. Ganz in der Nähe von Jericho, in der Wüste. Aber gerade entlang dem Fluss gibt es da viel Pflanzen. Hier sehen Sie eine ganz interessante Karte. Die hat man gefunden in einer byzantinischen Kirche aus dem 5. 6. Jahrhundert nach Christus. Und dort wird Betabara, kann man das griechisch lesen hier, wo der Pfeil ist, genannt die Stelle, wo Johannes getauft hat. Ja, diese Leute damals, die waren näher an den Ereignissen. Nicht wahr? Lessing war zu weit weg. Ja? Wir sind noch weiter weg, aber wir haben mehr gegraben. Und die waren überhaupt viel näher und die wussten noch genau, wo dieser Ort war. Und jetzt lese ich aus den Schriften von Josephus Flavius. Da schreibt er in seinen jüdischen Altertümern: Manche Juden waren übrigens der Ansicht, der Untergang der Streitmacht des Herodes, er spricht da von einem Sohn von dem Kindermörder von Bethlehem, das ist Herodes Antipas. Manche Juden waren übrigens der Ansicht, der Untergang der Streitmacht des Herodes, der hat ja einen schlimmen militärischen Misserfolg erlebt, sei nur dem Zorne Gottes zuzuschreiben, der für die Tötung Johannes des Täufers die gerechte Strafe gefordert habe. Ja, das ist es ja. Im Matthäusevangelium, Kapitel 14, wird berichtet, wie dieser Herodes Antipas später Johannes den Täufer festgenommen hat und ihn schließlich enthauptet hatte. Das wird auch hier berichtet. Den Letzteren nämlich hatte Herodes hinrichten lassen, obwohl er ein edler Mann war, der die Juden anhielt, nach Vollkommenheit zu streben, indem er sie ermahnte, Gerechtigkeit gegeneinander und Frömmigkeit gegen Gott zu üben
und so zur Taufe zu kommen. Dann werde, verkündigte er, die Taufe Gott angenehm sein, weil dieselbe nur zur Heiligung des Leibes, nicht aber zur Sühne für ihre Sünden anwendeten. Also hier wird genau berichtet, was auch in Lukas 3 steht, dass Johannes die Menschen zu gerechten Taten aufrief und er sagte, die Taufe selber verändert nicht, ist nur ein Symbol. Aber ihr müsst die Sünden bekennen und euch taufen lassen als Ausdruck davon. Sehr interessant. Dann werde, verkündigte er, die Taufe Gott angenehm sein, weil sie dieselbe nur zur Heiligung des Leibes, nicht aber zur Sühne für ihre Sünden anwendeten. Und dann etwas weiter. Da nun infolge der wunderbaren Anziehungskraft solcher Reden eine gewaltige Menschenmenge zu Johannes strömte, fürchtete Herodes, eben Herodes Antipas, das Ansehen des Mannes, dessen Rat allgemein befolgt zu werden schien, möchte das Volk zum Aufruhr treiben und hielt es daher für besser, ihn rechtzeitig aus dem Weg zu räumen, als beim Eintritt einer Wendung der Dinge in Gefahr zu geraten und dann, wenn es zu spät sei, Reue empfinden zu müssen. Auf diesen Verdacht hin ließ also Herodes den Johannes in Ketten legen, nach der Festung Machaerus bringen, die ich oben erwähnte, und dorthin richten. Sein Tod aber war, wie gesagt, nach der Überzeugung der Juden die Ursache, weshalb des Herodes Heer aufgerieben worden war, da Gott in seinem Zorn diese Strafe über den Tetrarchen verhängt habe. Er war nicht König, er war Tetrarch. Sein Vater war König Herodes der Große, ja? Der Kindermörder. Er war dieser Herodes. Antipas war nur ein Tetrarch. Ja, aber sehen wir, das passt genau mit der Bibel zusammen. In der Bibel wird aber noch berichtet von einem Geburtstagsfest, ja? Das auch eine wichtige Rolle spielte für diesen Entscheid, Johannes zu enthaupten. Und hier wird noch das politische Umfeld mit hineingenommen. Das ergänzt sich. Und hier auf dem Bild sieht man übrigens die Ruinen der Burg Machaerus in Jordanien, auf der anderen Seite des Toten Meeres, wo Johannes enthauptet worden war. Jetzt lese ich noch eine andere Stelle, auch wieder aus den jüdischen Altertümern, von Josephus Flavius, wo er eben nicht nur Johannes den Täufer erwähnt, sondern auch andere Personen, die wir aus der Bibel kennen. Und auch Jesus Christus. Der jüngere Ananus jedoch, dessen Ernennung zum hohen Priester ich soeben erwähnt habe, war von heftiger und verwegener Gemütsart und gehörte zur Sekte der Sadduzäer, die, wie schon früher bemerkt, im Gerichte härter und liebloser sind als alle anderen Juden. Dieser Ananus, hoher Priester, wird auch in der Apostelgeschichte erwähnt. Das ist dieser Ananias, vor dem Paulus sich verantworten musste, vor dem Hohen Rat. In der Apostelgeschichte wird er erwähnt. Zur Befriedigung, so der Text weiter, zur Befriedigung dieser seiner Hartherzigkeit glaubte Ananus, auch jetzt, da Festus gestorben, Albinus aber noch nicht angekommen war, eine günstige Gelegenheit gefunden zu haben. Er versammelte daher den Hohen Rat zum Gericht und stellte vor dasselbe den Bruder des Jesus, der Christus genannt wird, mit Namen Jakobus, sowie noch einige andere, die er der Gesetzesübertretung anklagte und zur Steinigung führen ließ. Sieht man, hier wird Jesus, der Christus genannt wird, erwähnt. Und sein Bruder Jakobus, der im Neuen Testament mehrmals erwähnt wird, als der Jakobus, der Bruder des Herrn, zum Beispiel Galater 1. Und Festus, ein weiterer Prokurator von Judäa, der auch in der Apostelgeschichte erwähnt wird, wird hier auch namentlich erwähnt. Viele, viele Personen aus dem Neuen Testament kennt man auch außerbiblisch. Nun lese ich Matthäus 4, 13. Und er, Jesus, verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali. Dann Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße. Das heißt, bekennt eure Schuld Gott, bereut sie. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Sehen wir, nachdem Johannes der Täufer getötet war,
hat Jesus Christus den Wohnort gewechselt von Nazareth nach Kapernaum. Sie sehen hier auf der Karte, wo ist Nazareth, wo ist Kapernaum? Da beim See Genezareth. Kapernaum, auf Hebräisch sagt man Kfar Nachum, das heißt so viel wie Dorf des Trostes. Diese Stadt wird in Matthäus 9, Vers 1 genannt, seine Stadt, die Stadt von Jesus Christus. Und von dort aus hat er begonnen, im ganzen Land Israel zu predigen, sogar darüber hinaus bis nach Libanon und bis in Gebiete des heutigen Jordanien. Kfar Nachum, Kapernaum wird 16 Mal im Neuen Testament erwähnt. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt. Interessant ist, es befindet sich im Stammesgebiet von Naphtali, während Nazareth im Stammesgebiet von Sebulon zu finden ist. Sebulon, Zvulun, heißt Wohnung. Dort wohnte der Messias, die längste Zeit seines Lebens auf Erden. Und Naphtali, mein Kampf, da begann Jesus Christus eine Botschaft, die herausforderte und eben auch harte Reaktionen hervorrief, zu verkündigen. Eine Botschaft der Gnade, aber es war doch ein Kampf. Wenn man von Nazareth zu Fuß wandert nach Kapernaum, dann kommt man automatisch durch das Taubental und dann zum See Genezareth bei Magdala. Also da ging Jesus Christus offensichtlich durchs Taubental und ging dann nach Kapernaum. Sie sehen da links Magdala auf halber Höhe und dann nach Norden Kapernaum. Und Sie sehen diese drei Orte ganz nahe beieinander, Kapernaum, Chorazin, Bethsaida. Die Evangelien sagen, dass in diesen drei Orten hat Jesus Christus am meisten gewirkt. Und darum kann man diese Orte nennen das Evangeliendreieck. Gibt es ein schönes Dreieck, ja? Da sieht man noch die Ruinen von Chorazin. Chorazin. Ja, und das entspricht genau der Prophetie in Jesaja 9, Vers 1. Doch nicht bleibt Finsternis dem Land, welches Bedrängnis hat, sagt der Prophet Jesaja. Und in seiner Zeit war Nordisrael ganz besonders bedrängt durch die assyrische Weltmacht, die schließlich alles vernichtete und die Israeliten des Nordens abführte in die Gefangenschaft. Darum sagt Jesaja, das Land, welches Bedrängnis hat. Um die frühere Zeit hat er das Land Sebulon und das Land Naphtali verächtlich gemacht. Die kamen in die Gefangenschaft nach Assyrien, während Judäa noch lange Zeit weiter existieren durfte. Aber in der späteren bringt er zu Ehren den Weg am See. Das ist die Region westlich vom See Genezareth. Das jenseitige des Jordan, das ist das Gebiet der 10 Stämme auf der anderen Seite des Jordans in Jordanien. Das Galiläa der Nationen, das ist die Bezeichnung für nordisraelitisches Gebiet. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Die da wohnen im Land des Todesschattens, Licht hat über sie geleuchtet. Aus dieser Stelle wusste man im Judentum, dass der Messias wird ganz besonders den Norden Israels Galiläa beehren. Und darum hat Jesus Christus in Nazareth gewohnt und er hat in Kapernaum gewohnt, um seinen öffentlichen Dienst zu tun. Und da ging dieses Licht des Evangeliums, seiner Botschaft, auf. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Da gibt es eine wunderbare Bassarie im Messias von Händel. Ja, ich singe das jetzt nicht vor. Gehen wir weiter zu Markus 1, 21. Und sie gehen hinein nach Kapernaum. Jesus Christus und gewisse Jünger. Und alsbald, an dem Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte, und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. Kapernaum. Und dieser Ort wurde im 20. Jahrhundert schön ausgegraben. Und da sehen Sie hier die Synagoge in Kapernaum, die auch namentlich erwähnt wird in den Evangelien. Allerdings sehen Sie diese Kalkstein-Synagoge, die stammt aus dem 3., 4. Jahrhundert nach Christus.
aber sie ist erbaut auf Basaltfundamenten. Das ist dieser schwarze vulkanische Stein. Und das sind die originalen Fundamente der Synagoge aus dem ersten Jahrhundert. Das ist die Synagoge, die in Lukas 7 erwähnt wird, Vers 5, dass ein römischer Hauptmann, der das jüdische Volk liebte, als Nichtjude, liebte er das jüdische Volk und er hat ihnen diese Synagoge gespendet. Und da, berichtet die Bibel wiederholt, hat Jesus Christus gepredigt. Ich habe das wiederholt gemacht, hier in der Synagoge habe ich die Bibel hervorgenommen und habe aus dieser ausführlich berichteten Predigt von dem Herrn Jesus in Johannes 6 gelesen. Das war die Predigt hier in Kapernaum. Und er sagt, ich bin das lebendige Brot aus dem Himmel. Er wurde ja in Bethlehem geboren. Das heißt Haus des Brotes. Und da erklärt er, ich bin das lebendige Brot aus dem Himmel. Wer von diesem Brot isst, das heißt ihn wirklich persönlich, nicht nur ein bisschen kostet, aufnimmt als sein Retter, wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Das hat er da verkündigt. Aber da haben sich dann manche beschwert nach dieser Predigt. Das haben sie gar nicht gut gefunden. Und Petrus hat gesagt, auf die Frage von Jesus Christus, wollt ihr auch weggehen? Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Aber das war ihm nicht wörtlich gemeint. Ja, da muss man nicht ein Abendmahlbrot essen. Sondern es heißt sogar in Johannes 6, Jesus Christus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Geistlich gemeint, übertragen. Markus 1, 29, wir lesen gleich weiter. Und alsbald gingen sie aus der Synagoge und kamen in das Haus Simons und Andreas mit Jakobus und Johannes. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank danieder und alsbald sagen sie ihm von ihr. Und er trat hinzu und richtete sie auf, indem er sie bei der Hand ergriff. Und das Fieber verließ sie alsbald und sie diente ihnen. Bei den Ausgrabungen in Kapernaum kam diese oktogonale Kirche aus dem Byzantinischen Reich, etwa 5. Jahrhundert nach Christus, ans Licht. Und innerhalb dieser Kirche hat man Mauerüberreste gefunden, eines Hauses aus dem 1. Jahrhundert. Und Inschriften, die darauf hinwiesen, dass das Haus war von Petrus. Wir wissen sogar genau, wo dieses Haus war, wo Jesus Christus wohnen durfte, bei Petrus in Kapernaum. Also von der Synagoge rüber, ganz, ganz kurzer Weg. Und so hat also der Herr Jesus im ganzen Land und darüber hinaus gepredigt. Und viele haben sein Wort angenommen und andere haben es verworfen. Es gab eine Scheidung. Und schließlich beschreibt uns Lukas den letzten Gang. In Lukas 19 sehen Sie, wie Jesus Christus nach Jericho kommt. In diese schöne subtropische Oase, heute tiefste Stadt der Welt. Und dann heißt es in Lukas 19, 28, und als er dies gesagt hatte, zog er voran, indem er hinaufging nach Jerusalem. Und Lukas beschreibt diesen letzten Gang von Jericho durch die Wüste hinauf nach Jerusalem, um schließlich dort als Opfer zu sterben für unsere Sünden. Und wir wissen genau, wo der Weg durchging. Denn die Römerstraße von Jericho durch die Wüste hinauf, die ist heute noch zu sehen. Da geht man durchs Wadi Kelt. Ja, sieht man das tiefe Wadi und hier die Straße. Und dann bei Mitzpe Jericho kann man die Straße auch wieder sehen. Das war der Weg. Das bewegt mich jedes Mal, wenn ich das darüber nachdenke. Es gibt ja dieses Lied von Margrit Birkenfeld. Das heißt, für mich gingst du nach Golgatha. Ja, der Prophet Micha hat ja gesagt, der Messias wird in Bethlehem geboren werden. Aber wir haben gelesen, und seine Ausgänge sind von der Ewigkeit her. Er ist der Sohn Gottes. Gut,
mancher orthodoxe Jude würde an dieser Stelle mir widersprechen und sagen, nein, wo steht das, dass der Messias Gottes Sohn ist? Dann sage ich, Sprüche 30, Vers 4. Kennst du den Namen Gottes? Adonai. Yud, Hei, Vav, Hei. Und dann heißt es, und kennst du den Namen seines Sohnes, wenn du es weißt? Ja, da steht's. Im Tanach. Gott hat einen Sohn. Einen Sohn, den Namen seines Sohnes. Er ging hinauf und er dachte an jeden von uns. Ganz konkret. Er, der Gerechte, wollte sterben für uns. Bevor ich noch die letzten Folien zeige, mache ich einen kurzen Unterbruch. Und so als Selah, wie in den Psalmen. Selah, dann spielt nur noch das Orchester, rein instrumental. Man hört nichts mehr. Aber dann denkt man darüber nach, was man vorher von Gottes Wort gehört hat. Und das geht bei der klassischen Musik. Wenn ich jetzt Techno laufen lassen würde, geht das nicht. Da geht sofort der Geist weg, ja. Also, ich meine den Verstand, ja. Und bei der klassischen Musik ist das anders, das hat einen ganz besonderen Grund. Und die klassische Musik geht in ihren Ursprüngen zurück auf die jüdische Musik. Denn als Paulus das Evangelium bis nach Rom gebracht hatte, da hatte er die Lieder aus Israel mitgebracht, aus der Synagoge. Und im 1. bis zum 4. Jahrhundert wurden in Europa die alten Lieder der Heiden verdrängt. Und da ging es dann oft sehr bum, 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 zu, ja? So ein Heidenlärm. Und die haben diese Lieder aus dem Tempel gelernt, wo man eben den Rhythmus so führt, genauso wie man auch spricht. Ja? Und wenn man so Musik macht, dann kann man denken dabei. Also denken Sie mal über das nach, was wir jetzt gehört haben, und dann noch den Schluss. Wir sind stehen geblieben bei diesem letzten Gang des Herrn Jesus von Jericho nach Jerusalem. In diesem Zusammenhang ist eine Prophetie aus Daniel, aus dem Buch Daniel, ganz wichtig. In Daniel 9,25 wird dem Propheten im Jahr 539 vor Christus gesagt, Jerusalem war damals eine Ruine. Achtung! Wenn ein Erlass ausgeht, dass Jerusalem wieder gebaut wird, dann kann man rechnen, wann der Messias kommt. Daniel 9,25. So wisse denn und verstehe. Jetzt wollen wir das auch wissen und auch begreifen. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Zusammen 69. Also, vom Erlass bis der Messias kommt als Fürst. Das ist natürlich nicht Bethlehem. Einen Fürsten legt man nicht in die Krippe. Ja? Aber der Herr Jesus kam ja nach Bethanien, auf dem Ölberg, nach der Reise durch von Jericho und hatte dort noch ein Schabbatmahl in der Familie von Lazarus und seinen Geschwistern. Und dann am Yom Rishon, am ersten Tag der Woche, da war Palmsonntag, da trat er ein einziges Mal in der Öffentlichkeit wirklich als Fürst auf. Hier übrigens sehen Sie gerade oberhalb des Millo in der Davidstadt in Jerusalem diese braunen Mauern, das sind noch originale Mauern von Nehemia, der im Jahr 445 vor Christus die Erlaubnis bekam, von den Persern, Jerusalem wieder aufzubauen. Also, 445 vor Christus, das war im Monat Nisan, bei uns März, April, 445 vor Christus, 7 Jahrwochen, 62 Jahrwochen, und dann im Jahr 32 nach Christus trat Jesus Christus auf als Fürst. Nicht wahr? 29 begann der Dienst, 3 Jahre, wie uns zum Beispiel Lukas 13, 6 bis 9, im Gleichnis davon berichtet, diese 3 Jahre, gibt 32. So, und jetzt muss ich erklären, was sind Jahrwochen? Hebräisch Shavua
Das ist eine Woche. Das sind 7 Tage. Aber schon die alten Rabbanim haben erklärt, hier in Daniel sind es Jahre, nicht von Tagen, diese Woche ist nicht gemeint von Tagen, sondern von Jahren. Also eine Jahrwoche, Shavua hier, 7 Jahre. Und ganz wichtig, die prophetischen Jahre der Bibel sind genau 360 Tage. Das ist die Mitte des Mond- und des Sonnenjahres. Ja, Mitte von 354, 365. Weil der jüdische Kalender ist eine Mischung von Mond- und Sonnenjahr. Und Sie sehen in Offenbarung 11 zum Beispiel, da werden 3,5 Jahre gleichgesetzt mit 42 Monaten und das mit 1260 Tagen. Das ist ein Monat. Immer zu 30 Tagen gerechnet. Also wir rechnen um. 62 plus 7 Jahrwochen, 69 Jahrwochen. Und jetzt in Tagen, 69 mal 7 mal 360 Tage, das gibt 173.880 Tage. Das kann man heute nicht mehr im Kopf ausrechnen, aber früher war das noch möglich. Ja, aber machen Sie es auf Ihrem Handy zu Hause nochmals. Und nun die Sensation. Von März, April 445 vor Christus bis März, April 32 nach Christus können Sie genau diese 173.880 Tage schön einfügen. Der Erste, der das so genau berechnet hat auf den Tag genau, das war Sir Robert Anderson. Das war der Chef von Scotland Yard, jahrelang in England. Also, der Herr Jesus ist vom Ölberg her, gerade hinter dem Ölberg finden Sie noch die Wüste Judäa, vom Ölberg her durchs Kidron-Tal nach Jerusalem eingeritten auf dem Esel. Und die Volksmenge hat ihn als Messias König begrüßt mit Baruch Haba, Beshem Adonai. Die Rabbanim haben gesagt, wenn der Messias kommt, dann begrüßt ihn so. Baruch Haba heißt eigentlich willkommen. Gepriesen sei, oder besser, willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Aber jetzt lesen wir weiter in Daniel. Und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Nicht wahr? Die ersten 7 Jahrwochen, das ist die Zeit von 49 Jahren, da wurde Jerusalem wieder aufgebaut. Darum sind die so wichtig. Nach diesem Erlass, 49 Jahre später, musste die Stadt wieder stehen. Und dann kommen die 62 Jahrwochen dazu. Und hier wird gesagt, also er kommt als Fürst, und nach den 62 Jahrwochen wird er ausgerottet werden. Und tatsächlich, 5 Tage später, können wir aus dem Rückblick sagen, wurde Jesus Christus auf dem Golgatha-Felsen vor dem Gennatur von Jerusalem gekreuzigt. Von Jerusalem. Er wurde gekreuzigt. Die Prophetie geht aber weiter. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Hier wird angedeutet, als Konsequenz der Ermordung des Messias wird Jerusalem und der zweite Tempel zerstört werden. Und tatsächlich im Jahr 70 nach Christus haben die Römer Jerusalem und den zweiten Tempel dem Erdboden gleichgemacht. Und nur dieser Turm bei Pilatus hat Titus stehen lassen, als Wahrzeichen. Und das war der Ort des Prozesses. Es ist unglaublich. Hier sieht man die Steine, die originalen Steine, die römischen Soldaten oben auf dem Tempelplatz abgebrochen haben und runtergeschmissen haben auf die Straße unten. Die ist tief eingedrückt worden. Ich war schon unter der Straße. Unglaublich. Diese Steine, die sind so tief in den Boden hineingedrückt worden. Ja, ich zeichne das hier ein, die Kreuzigung und dann die Folgen. Und da kehren wir nochmals zurück ins Jahr 32. 5 Tage nach Palmsonntag stand Jesus Christus hier in der königlichen Säulenhalle am Südende des Tempelplatzes, hier in dieser Ecke. Das war der Sitz des Sanhedrins,
des obersten Gerichtshofes von Israel. Ab dem Jahr 30. Vorher waren sie an einem anderen Ort. Aber es war hier. Und da hat der Hohepriester Kaiaphas als oberster Richter, das war ein Sadduzäer. Josephus sagt ja, die Sadduzäer, die waren ganz hart im Urteil, ja? Und er hat Jesus Christus zum Tod verurteilt. Hier im Tempel. Und was Sie hier sehen, diese schöne Box, die wurde vor ein paar Jahren in Jerusalem gefunden bei Straßenarbeiten. Entdeckte man eine Grabeshöhle aus dem ersten Jahrhundert mit ganz vielen solchen Ossuarien. Das sind so kleine Särge, wo nur die Knochen untergebracht werden. Und als man das sah, diese Verzierung da vorne, ist ja unglaublich. Man kennt ja so viele Ossuarien aus dem ersten Jahrhundert. Aber die sind normalerweise nie so verziert. Das war sofort klar. Das muss einem ganz wichtigen Mann gehört haben. Und wir wissen sogar wem. Auf der Seite, das sehen Sie jetzt nicht ganz gut, ist auch sehr, sehr hässlich eingeschrieben hier. Da steht Josef Bar Kaffa. Josef, Sohn oder Mitglied der Kaiaphas-Familie. Und Josephus Flavius sagt, dieser Hohepriester Kaiaphas, der in den Evangelien genannt wird, hieß zum Vornamen Josef. Und man fand darin die Knochen von einem etwa 60-jährigen Mann. Boah, da habe ich gefragt, was machen diese Knochen da drin? Ja, die warten auf die Auferstehung. Die Bibel sagt, es gibt eine Auferstehung aller Menschen, der Gerechten und der Ungerechten. Wie geht das? Alle Menschen sind ja ungerecht. Ja, natürlich. Aber wenn wir eben so, wie Johannes der Täufer gepredigt hat, tut Buße. Wenn wir, wie Jesus Christus gepredigt hat, tut Buße. Wenn wir unsere persönliche Schuld, was uns bewusst ist, was wir uns verschuldet haben gegen die Gebote Gottes in der Bibel, wenn wir das bereuen und Gott bekennen, im Gebet, im persönlichen Gebet, und um Vergebung bitten, dann vergibt uns Gott. Und Gott spricht uns gerecht. Es wird eine Auferstehung geben der Gerechten und der Ungerechten. Also auch der, die Jesus Christus abgelehnt haben, als Retter. Und das hatte Kaiaphas definitiv. Das schaudert einen fast. Die Knochen sind da, unter uns. Übrigens, wir wissen ganz genau, wo der Ort war. Sieht man dort auf dem Tempelplatz heute? In dieser Ecke war der Prozess. Und rechts im Modell, ganz hinten in der Mittelhalle der königlichen Säulenhalle im Tempel. Aber man wusste ja schon lange im Judentum, der Messias wird sterben für unsere Sünden. So steht es in Jesaja 53. Und viele der Rabbanim haben in ganz vielen Büchern bezeugt, Jesaja 53, Jeshayahu Chamishim Veshalosh, das spricht vom Messias. 700 Jahre im Voraus hat Jesaja die Kreuzigung, den Tod, das stellvertretende Leiden als Opfer des Messias beschrieben. Ich lese aus Jesaja 53, 3. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Man nennt das in der hebräischen Grammatik prophetische Vergangenheitsform. Das Zukünftige wird ganz lebendig geschildert, so wie wenn es gerade geschieht oder gerade geschehen ist. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Für wahr, er hat unsere Leiden getragen. Und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet. Um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Übrigens, hier sieht man das Genator rechts im Modell. Gerade draußen und außerhalb liegt Golgatha mit dem Felsen. Und hier, dieses Tor wurde vor Jahren entdeckt. Das ist genau das Genator.
das direkteste Tor hinaus nach Golgatha. Also wir stehen jetzt gerade hier draußen, außerhalb der Stadt Jerusalem. Dieser Schutt da, da müsste man alles wegtun. Dann kriegt man den Schutt von 2000 Jahren weg. Ja? Aber da war der Durchgang. Da denke ich wieder, für mich gingst du nach Golgatha. Sein Kreuz tragend ging er hinaus. Und Jesaja 53,6 sagt, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns an jeder auf seinen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Er musste sterben an unserer Stelle. Gott ist gerecht und Gott muss das Böse richten. Aber Gott ist Liebe. Wie kann er das vereinen? Er möchte uns nicht richten. Und darum hat er den Weg gefunden. Er hat seinen Sohn gesandt. Und er sollte als Mensch für uns Menschen sterben. Der Gerechte für uns die Ungerechten. Die Strafe, die wir in Ewigkeit verdient haben, die hat er auf sich genommen. Aber jetzt ist ganz wichtig, wenn Johannes der Täufer sprach von tut Buße, und auch der Herr Jesus sagt in seiner Botschaft, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe gekommen, dann heißt das, wir müssen uns mit diesem Opfer identifizieren. Das ist eben das, was man bei einem Schaf im Tempel gemacht hat. Hände aufstützen auf den Kopf. Und dann hat man beim Sündopfer, beim Chatat, hat man die Sünden bekannt, konkret. Gott will hören, was uns leid tut. Und es ist ganz wichtig, ich mache mich mit dem Opfer eins. Und es ist ja schon interessant, im Traktat Yoma über den Yom Kippur im Talmud steht, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Aber der Tempel ist zerstört im Jahr 70. Es gibt keinen jüdischen Tempel mehr bis heute. Wo ist das Blut? Und wir können sagen, ja, ist auch nicht nötig. Die Tieropfer waren nur Symbole. Das Opfer des Messias ist gekommen. Und die Rabbiner haben ja erklärt, Jesaja 53, das spricht vom Messias. Das ist es. Lesen Sie zu Hause Jesaja 53. Das kann ein Durchbruch werden in Ihrem Leben. Es ist so fantastisch. Vor einiger Zeit, wir waren in Sydney, in den Blue Mountains. Und da kamen ganz viele, eine große Gruppe aus New York, eine orthodoxe, jüdisch-orthodoxe Gruppe. Und wir haben sofort begonnen, Hebräisch zu sprechen in Australien. Das ist so schön. Und ich habe mit einem älteren Herrn mit schönem Bart, viel länger und schöner als meiner, und mit ihm gesprochen und ich habe ihm als Abschied gesagt, Nalikro, Jeshayahu Hamishim Veshalosh. Lesen Sie Jesaja 53. Ja, und er ist wieder nach New York zurück. Ich habe nichts mehr gehört von ihm. Und ich würde gerne wissen, was ist geschehen? Es ist ganz wichtig, wenn man dann später wieder Leute einmal trifft und fragt, wie war das? Das erste Mal Jesaja 53 lesen im Leben. Die meisten kennen das Kapitel gar nicht. Ach, die Orthodoxen nicht. Weil sie normalerweise nicht die ganze Bibel durchlesen. Das ist ganz wichtig, man muss die ganze Bibel durchlesen. Man kann nicht einfach sagen, ja, am Schabbat wird ja gelesen, jeden Schabbat. Das reicht nicht. Da werden nicht alle Kapitel gelesen. Und so muss man eben das mal privat lesen. Und das ist gewaltig. Ich mag mich noch erinnern an so eine Jugenderinnerung jetzt. Das andere war jetzt vor kurzem, jetzt weit, weit zurück. Zürich Enge. Ja, der Michael. Aus einer orthodoxen Familie. Und wir haben zusammen Jesaja 53 gelesen. Und dann später habe ich ihn gefragt. Und es war unglaublich. Das Kapitel hat ihn so getroffen. Also es fährt voll ein. Und das wünsche ich wirklich jedem.